Das war ein Kracher. In Trondheim übrigens ist er norwegischer Doppelmeister geworden, dieser Daniel André Tande. Was habe ich vorhin gesagt? Vorfang habe ich mit auf der Liste. Mhm. Jetzt muss ich Tande auch dazu setzen. Clemens Muranka ist der Nächste. Nicht ganz einfach der Job für die Jury heute, weil sie müssen wirklich reagieren und eine kleine Pause mehr ist besser als ein Ungemach mit einem Sturz. Aber wie das hier streut, unglaublich. Ja, also wenn man es nur mal vergleicht, also eben Daniel André Tande 14,3 Punkte Abzug, also straffer Aufwind, und jetzt Clemens Muranka, der hat wirklich Pech gehabt. 9,9 Punkte Gutschrift, also Rückenwind, aber das rettet dich am Ende auch nicht mehr. Es wechselt doch relativ stark und die Trainer, natürlich auch ein Lukas Kruschek, der wird jetzt